Maske sitzt oder auf dem Gang rumläuft. Was hat denn das für Auswirkungen? Muss der Lehrer darauf hinweisen oder gibt es irgendwelche Konsequenzen? Weil ich halte es für eine unsägliche Sache, ja. Dazu mich äußern, und so wie die Lehrer unterschiedlich sind oder die Ärzte unterschiedlich sind, ich persönlich werde kein einziges Kind anweisen, eine Maske zu tragen. Ich persönlich bin darauf hingewiesen worden, dass ich meine Pflicht zu erfüllen habe, dass ich auf das Beamtengesetz geschworen habe und die Anweisungen zu befolgen habe. Ich persönlich habe dazu mitgeteilt, ich habe auf das Beamtengesetz geschworen, aber in keinster Art und Weise auf Dummheit. Und habe mich so entzogen, und ich kann das nur für mich weitergeben. Und ich möchte das dem Herrn Edrich, kann ich nur anschließen, es ist jedem seine Sache, hinzustehen und zu sagen, ich lasse es nicht zu, ich mache das nicht, ich habe mein Enkelkind darauf vorbereitet. Kannst du es aushalten, dass du gemobbt wirst, wenn du keine Maske trägst? Also der Weg zur Schule wird sehr schwierig werden, weil die Mami nicht fahren kann, weil ich wieder im Dienst bin und weil das Laufen zu weit ist. Die geht in die 5. Klasse und sie sagt, ja, ich schaffe das. Ich habe meine Zweifel. Und ich denke, wenn wir uns zusammentun und dieses drauf achtsam sein, wer sich hier nicht an die Regeln hält, ein bisschen mehr Leichtigkeit und Unterstützung beantworten, hey cool, der ist ohne Maske unterwegs, hey cool, der, ich zeige keine Angst, ich denke, das ist der richtige Weg. Dankeschön. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, der mir erzählte, dass er mit einem Polizeibeamten im Notdienst einen Kontakt hatte. Das ist auch eigentlich hier, weil ich sehe ihn gerade nicht. Auf jeden Fall hat er sich mit dem Polizeibeamten unterhalten und der hatte wohl eben mitgeteilt, wie schwierig das derzeit für die Polizeibeamten ist, bestimmte Maßnahmen durchzusetzen an unschuldigen Menschen, die zu zweit auf der Parkbank sitzen, die eigentlich mit ihrem Gewissen nicht zu vereinbaren sind. In diesem Zusammenhang fiel aber ein Begriff, den mir jetzt leider der mir nicht mehr einfällt. Weißt du es noch? Der Begriff, Gunther? Das Remonstrationsgesetz, so heißt es, glaube ich, genau. Das Remonstrationsgesetz, was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Das Remonstrationsgesetz verpflichtet den Beamten, und damit zählt der Lehrer eigentlich auch dazu, dass er in allerhöchster Instanz, wenn irgendeine Maßnahme eines Vorgesetzten gegen dasjenige verstößt, was ihm sein innerstes Gewissen vorschreibt, dass er sogar dazu verpflichtet ist, in diesem Fall ungehorsam walten zu lassen. Das heißt, das Remonstrationsgesetz ist eine Frucht, der Nachkriegszeit, muss man also sagen. Es ist eine Lehre aus den NS-Erfahrungen. Weil man eben, und letztlich kann man sagen, es hat sich ja später in der DDR wiederholt, wir hatten ja immer wieder das Problem, dass der Mensch vor der Gewissensfrage stand, sollte er den Befehl des Vorgesetzten, beispielsweise den Schießbefehl an der deutschen Grenze, sollte er den Befehl ausüben oder welcher Instanz war er in letzter Konsequenz verpflichtet? Ja, in der Aufarbeitung der DDR-Geschichte hat sich die Sache ja umgedreht. Das heißt, diejenigen, die den Befehl ausgeführt haben, weil sie der Meinung waren, es wäre rechtens gewesen, wurden später dann dafür verurteilt, weil man ihnen gesagt hat, nein, die höchste Instanz, die ihr habt, ist euer Gewissen. Und ich würde sagen, wir stehen heute wieder in einer gleichen Situation.